Wisst ihr nicht? Auch gut. Zukunftsmusik. Zukunftsmusik. Apropos Zukunftsmusik. Habt ihr eigentlich euch eure Zukunft schon komplett verplant? Also wisst ihr, jetzt vor allem die jüngeren Zuschauer unter euch, wisst ihr schon, was ihr nach der Schule machen wollt? Oder habt ihr da schon was Sicheres? Habt ihr einen Traumberuf? Das würde mich mal interessieren. Ich zum Beispiel, ich wollte früher immer, früher, da war ich noch klein, jung und unbedeutend, ich wollte immer Polizist werden, als ich noch klein war. Mittlerweile würde ich sagen, nee. Ich bin ja, habe ja einen handwerklichen Beruf, davon abgesehen. Ist auch nicht schlecht, aber es ist halt Handwerksberufe, muss man sagen. Wenn man so ein bisschen auf die Bezahlung achten möchte, muss man sagen, sind Handwerksberufe echt nicht gut bezahlt. Egal welchen handwerklichen Beruf du ausübst. Bin gerade am Überlegen. Das doch, das sieht gut aus, oder? Doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, machen wir dasselbe noch auf der anderen Seite. So, sehr schön. Also wer einen handwerklichen Beruf ausüben will, kann das ja gerne machen. Aber wer aufs große Geld hinaus will, sollte lieber was im Büro machen. Ich würde mich heute auch anders entscheiden. Bei mir war es halt damals das Problem, dass ich halt... Ich war eine faule Sau in der Schule, wisst ihr? Ich war jemand... Leute, guckt euch das... Leute, macht immer, lernt immer, macht eure Hausaufgaben. Ich war echt... Nennen wir es mal, ich war kein Einserschüler. Ich war eher... Das Gegenteil will ich jetzt auch nicht sagen, das wäre auch nicht unbedingt wahr. Aber... also ich war jetzt kein Sechserschüler oder sowas. Im Gegenteil, ich hatte eigentlich immer von den Noten her, bei den Arbeiten, recht gute Noten. Das Problem war meine Faulheit. Meine Faulheit war mein größtes Problem. Ich habe Hausaufgaben zum Beispiel absolut nicht gerne gemacht. Hab die auch öfter mal vergessen. Ich glaube, ich hatte mehr Klassenbucheinträge wegen Hausaufgaben als sonst irgendwas. Leute, guckt euch das bloß nicht bei mir ab. Sondern lernt. Tut mir den Gefallen und lernt einfach. Es ist besser für euch. Ja, wisst ihr was? Wir machen die Treppe 2 breit. Wir machen die Treppe 2 breit. Dann gehen wir hier runter. Praktisch. Aber ich werde jetzt direkt Stufen machen. Die Kisten hier kommen ja alle noch weg. Ich werde jetzt direkt Stufen machen. So. Kisten, da kommen alle noch weg. Ich habe, glaube ich, gar nicht mehr genügend Holz dafür, ne? Bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Aber, ups. Runterfallen wollte ich dann aber auch nicht. Nicht unbedingt. Oh, 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 da hat es kurz gehangen. Das war jetzt aber nicht in der Aufnahme, Leute. Das war tatsächlich mal mein PC, der da gerade gehangen hat. Also, das Spiel, praktisch. So, nein. So, komm schon. Nein, das... Ach, komm schon. Du musst auf jeden Fall noch ein bisschen Holz fahren. Ja, lecco mio. Lecco mio. Machen wir das, dass wir praktisch so ein Podest machen? Dann muss ich halt hier unten alles umbauen, aber ich sollte vorher genügend Holz farmen. Das machen wir jetzt fix. Das machen wir jetzt fix. Komm. Da hatte Foxy gerade nämlich eine Idee, die er umsetzen will. Und, mal gucken, ob wir jetzt in den nächsten Aufnahmesessions das Haus endlich mal fertig bekommen. Das wäre mir ein Anliegen, damit wir mal in den Nether gehen können, damit wir mal wieder ein bisschen Action haben. Ne, und, also... Wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte. Das ist dann auch mal eine interessante Frage an euch. Gleich, wenn ich hier das Thema so ein bisschen ausgearbeitet habe gerade. Wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich so etwa bis zu... Also natürlich, ne, du wirst halt
wieder jünger, ne? Von deinem Alter her, von deinem körperlichen Alter, aber von deinem geistigen Alter bleibst du auf dem Stand, auf dem du jetzt bist. Das heißt also, praktisch, wenn ich jetzt nochmal von einem bestimmten Jahr anfangen dürfte, aber mit meinem heutigen Wissensstand, dann würde ich so zurück zur 5. Klasse gehen. Vor der 5. Klasse. Ich würde mir ein komplett anderes, wir hatten ja damals in der Schule Wahlpflichtfächer. Und ich hatte mir zum Beispiel Französisch ausgewählt. Muss dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt echt gedacht, dass mir Fremdsprachen liegen und habe nach ein paar Jahren, weil Französisch das einzige Fach war, was du nicht hinterher hättest ändern dürfen. Bei uns war das so, du hast dir für die 5., 6. Klasse, nee, für die 7., 8. Klasse ein Wahlpflichtfach ausgesucht. Und dann später für die 7., 8. Klasse und dann später für die 9., 10. Klasse konntest du dir nochmal eins aussuchen. Entweder dasselbe oder ein anderes. Und bei Französisch war das eben so, wenn du Französisch in der 6., 7. Klasse gehabt hast, hast du es weiternehmen müssen. So, und ich hatte ja die 10. wiederholt und habe dann wo ich dann die 10. wiederholt habe, ein anderes Wahlpflichtfach genommen. Weil ich wegen Französisch eben auch die Klasse wiederholt habe. Muss ich aber auch dazu sagen, ich habe die 10. Klasse echt freiwillig wiederholt. Was heißt freiwillig? Also, ich wollte freiwillig wiederholen, war leider Gottes von der Zeit her allerdings ein bisschen zu spät. Und da habe ich dann mit dem Schulleiter gesprochen und der meinte halt, ja, eigentlich ist es zu spät. Aber wir können es halt so machen, dass ich praktisch in zwei Fächern, in denen ich zwischen 4 und 5 stand, und das gab es bei mir leider Gottes, dass ich da praktisch die schlechtere statt die bessere Note bekomme. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Und da habe ich die 10. Klasse freiwillig wiederholt, erfolgreich, habe einen Abschluss gekriegt. Ich hätte den Abschluss natürlich vorher auch schon gekriegt, aber ich wollte halt mit diesem Notenschnitt einfach keinen Abschluss haben. Also da habe ich mich selbst dazu entschieden, dass ich das nicht haben möchte. So. Jedenfalls. Wenn ich das dann halt alles anders machen könnte, die Zeit zurückdrehen, ich würde erstens mal ein komplett anderes Fach wählen. Ich würde definitiv nicht mehr auf Französisch, Also, ich weiß ja jetzt mittlerweile, dass es mir nicht liegt. Und warum sollte ich dann das nochmal machen? Ja. So. Hier können wir, glaube ich, einfach so. Ja, so. Und so, nice. Ja, hier machen wir eine Zweiertreppe. Ach halt, ich wollte das ja umbauen, ne? Ich wollte das ja... Ach nee, komm, wir lassen das so. Wir lassen das so. Und ich würde wirklich alles anders machen. Ich würde alles anders machen. Absolut. Ich würde keine Ausnahme machen. Doch, es gibt ein paar Dinge, die ich noch genauso machen würde. Schulisch aber nicht mehr. Schulisch nicht mehr. Ich würde mir zum Beispiel irgendwie versuchen, mich wirklich auf den Arsch zu setzen, bessere Noten zu bekommen, einen besseren Job zu bekommen, bei dem ich ein bisschen mehr verdiene, bei dem ich auch ein bisschen leben kann. Ich würde diverse Fehler, die ich gemacht habe, bei der Wohnungssuche nicht mehr machen. Heißt, die jetzt ein bisschen länger dabei sind, die wissen ja, welche Probleme ich mit meiner alten Wohnung zum Beispiel hatte. Ne? Ich sag nur laute Nachbarn. Laute Nachbarn im Sinne von, die haben halt wirklich tagtäglich, 24 Stunden am Tag haben die Party gemacht. Ich habe gerade einen Schluck trinken müssen, sorry. Und das hast du halt auch mitunter in Aufnahmen und in Streams gehört. Und ich bin auch echt froh, dass ich jetzt mittlerweile hier in dieser Wohnung, in der ich jetzt bin, wohne. Aber das ist was, das würde ich absolut auf jeden Fall anders machen. Also ich würde erst gar nicht in diese Wohnung reinziehen, zum Beispiel. So, hier hinten wollte ich ja einfach nur die Wand zukleistern, genau. Das machen wir mal eben. So. Dann hätten wir die Wände zumindest schon mal fertig und dann machen wir uns gleich mal langsam an die Decke und an den Boden ran. Ach, das ist doof. Das ist jetzt doof. Ich muss hier praktisch so
bauen. Ach, komm schon. Komm schon. Nein, das will ich, genau das will ich nicht. So. Ach, guck mal, ich habe gar nicht mehr von denen. Stein. Und das waren die hier für die, genau. Und ja, und dann komme ich jetzt zu der Frage, die ich damit stellen wollte. Wenn ihr jetzt nochmal euer Leben ab einem bestimmten Zeitpunkt, den ihr selbst bestimmen könnt, nochmal leben könntet, zu welchem Zeitpunkt würdet ihr zurückgehen? Ihr müsst es nicht begründen, warum und weshalb. Mich interessiert in dem Moment nur, es ist, glaube ich, gerade ein bisschen doof, was ich hier mache, ne? Und wenn ich hier unten drunter... Okay, und hier? Dann könnte ich nämlich einfach das rote Holz da reinsetzen. Ich glaube, das machen wir auch. Muss mir dann halt für oben was einfallen lassen. Ne, worauf wollte ich hinaus? Ach, seht ihr? Hier fängt es doch schon an, scheiße zu werden. Ach, ich habe ja hier schon angefangen mit der Decke, ne? Scheiße. Na, wie du es machst, machst du es verkehrt. Ah, hier geht's dann mit dem Bauen. Okay. Ja, ihr müsst jetzt nicht sagen, warum ihr das macht. Ihr müsst mir jetzt nicht sagen. Ihr könnt das natürlich in die Kommentare schreiben. Aber es würde mich halt echt mal interessieren. Ab welchem Zeitpunkt ihr euer Leben einfach nochmal anders gestalten würdet. Ab welchem Zeitpunkt? So. Bei mir kommen da halt auch noch andere Faktoren mit hinzu, die ich aber, wie ich schon am Anfang des Videos gesagt, nicht unbedingt jetzt ausschlachten möchte. Was waren das nochmal? Die hier, ne? Ja. Komm, schüsseln wir die einfach mal um. Zack. Ich glaube, den Boden machen wir einfach genauso. Jedenfalls, das würde ich halt machen. Damit ich halt... Ich würde, ganz ehrlich, das klingt jetzt ein bisschen abogeil und klickgeil, aber ich würde zum Beispiel auch mit meinem Kanal, mit meinem YouTube-Kanal, ganz anders agieren, als ich es momentan mache. Komplett anders. Ich würde halt andere Projekte machen, ich würde halt vieles, vieles, vieles anders machen, als es jetzt aktuell ist. Ich würde aber auch... Oh, ich würde mir dann aber auch wünschen, dass ich mit den Leuten, mit denen ich jetzt momentan Kontakt habe, dann auch immer noch Kontakt hätte. Rutschen die dann nach oben durch? Na, Tatsache. Ich muss aber dann, glaube ich, noch hier eins rein, ne? Wenn wir hier jetzt praktisch zumachen. Ja, dann muss ich hier eins rein, genau. Weil das sind halt auch echt alles coole Leute. So Flo, Blocky, René, Bösi. Die würde ich dann schon gerne kennenlernen. Keksi natürlich, Jomo. Das Problem ist nur, kann man das dann auch noch beeinflussen, dass man die kennenlernt? Natürlich, du würdest halt vorher wissen, dass es diese Leute gibt. Du könntest die dann einfach mal anschreiben. Aber es ist halt so eine Sache. Das ist halt ein Thema, das ist echt Philosophie so ein bisschen schon wieder, ne? Kannst du sagen, es ist echt wieder ein bisschen philosophisch veranlagt, dieses Thema. Nicht nur ein bisschen, das ist philosophisch veranlagt. Ich würde gerne diese Decke fertig bekommen noch. Und den Boden. Und ich würde auch gern kurz in den... Ich würde auch gern kurz in den Nether rein, ohne Mobs. Um ein bisschen Glowstone zu farmen. Das wäre mir dann ein Anliegen. Damit wir hier auch ein bisschen Helligkeit reinbekommen. So, und damit ich das so machen kann, wie ich mir das vor... Ich weiß wieder, wie ich es gemacht hatte, ne? So ungefähr zumindest. Wir machen das komplett anders. Ich will praktisch hier unten, dass es nicht so trist nach Keller aussieht, auch ein bisschen begrünen. Und das wollte ich halt mit Zuckerrohr machen.
Und das machen wir auch mit Zuckerrohr. Allerdings nicht so, wie ich es ursprünglich vorhatte, praktisch hinter den Kisten. Sondern zwischen den Kisten. Könnte ganz cool aussehen. Das kommt mir so vor wie in einem Hallenbad, ne? Ich komme hier so vor wie in einem Hallenbad gerade.